Pokéfreunde, Ubito wieder hier und ja, ich habe Geburtstag. Also heute ist noch der 28.8. Für euch habe ich gestern Geburtstag gehabt. Ja, habe viele Glückwünsche bekommen. War ein schöner Tag. Ansonsten hat Nintendo jetzt Metagross und Garados und Monetigo sich gewünscht. Kriegt er natürlich auch. Und wir versuchen zu spielen. Und ja, morgen hat mein Hund Geburtstag. Das heißt, mein Hund tritt im Video morgen dann auf als Special Guest. Mal so ein bisschen Spaß reinbringen. Na, im Moment schläft er. Kann er sich ein bisschen für morgen noch ausruhen? Ja, Rayquaza geht sogar. Quasi echt drei Pokémon ankommen. Ja. Ah, stimmt. Groudon hat gar nichts Effektives gegen Gyarados, ja. Das ist gut. Das ist gut. Gerade das kontert der Groudon richtig gut. Ja, da kann ich schön runterfahren. Feuerschlag überlebe ich auch noch. Kann wenigstens hier Rayquaza nicht so viel farmen. Ich hätte auch gerade Feuerrodeln noch machen können, ne? Ah, er hat glaube ich eh nicht ausgeholt. Wir gehen hier rein. Oh, das ist jetzt schwieriger. Ah, er hat das. Lass mal durch. Ja. Ja, hier würde ich noch zum Sternhieb noch mal kommen. Ja, Montigo. Ich bin hier auf Fußball. Ein Schild, ja. Rayquaza kann trotzdem noch übel werden. Ja, ich muss sie jetzt einsetzen. Super, kommt perfekt. Frage ist, reicht der aus? Reicht der aus? Bitte? Ja, das haben wir knapp noch gewonnen. Okay, das haben wir noch echt knapp gewonnen. Multigo hat seine Arbeit gemacht. Monetigo hat echt richtig viele Spukbälle rausgehauen, kann das sein? Ja, sein Rayquaza war ein bisschen useless. Gegen mein Team. Ja, ist auch nicht schlecht. Aber gut, dass ich gegen Groudon Gyarados habe. Als Konter, das ist nice. Oh, das hier zu sehen ist auch nice. Da habe ich ja noch einen Konter. Okay. Hier muss ich in Garados kommen.
Ins Aura, ja. So macht der Nachtschreif. Ich gehe noch ein Nachtschreif hin. Weil so kriege ich ihn in Reichweite für Metagross. Sehr schön. Den lass drauf gehen. Wenn es auch kommt, ist okay. Wir dürften jetzt runterfahren können. Perfekt. Ja, Groudon ist hart. Er schildert aber wenigstens. Wir schilden auch. Okay, er quittert. Jetzt ist da, perfekt. Super. Ja, das verlieren wir trotzdem. Wenn er jetzt Stromschluss hat, bei Seychin, dann verlieren wir das. Hat der Gegner schlau gemacht, dass er gewartet hat. Ja, er hat Stromschluss. Ja. Schade, schade. Wir hätten jetzt zwar Sternhieb gehabt, aber er hat Abgrundsklinge und er gewinnt leider den Gleichstand. Ja, und die gleicht natürlich die Abgrundsklinge. Schade, schade, hätten wir gewinnen können. Hätten wir echt gewinnen können. Ja, gegen Groudon hätte ich wieder Gyarados gebrauchen können. Dann hätte ich das mit Metagross irgendwie ausspielen müssen gegen Yveltal. Oder auf Monitigo halt dann abfangen. Im Finsteraura. So, gegen Graf Olaf. Oh, Giratina ist auch eklig. Aber erstmal auf Sternhieb. Und jetzt auf Gyarados. Schön, dass du ausgibst. Ja, überlebe ich nämlich. Tatsächlich hier in Montigo, weil ich hier sofort Attackendruck habe. Ich werde natürlich jetzt schilden. Potenziellen Draco. Okay, er hat Donner, was es noch gefährlicher macht. Der Donner hat er schneller.
Ah ja, lässt drauf gehen, okay. Und wieder ein Grounder, nein. Dann kann ich hier auch Fokusstoß gehen. Und den schildert er natürlich, schade. Er geht doch bestimmt auf Feuerschlag, oder? Ne, er geht ab auf Abgrundslinge, okay. Ja, dann geht er hier gleich auf Feuerschlag. Und Groudon verhindert hier den Sieg wieder mal. Schade, schade. Okay, er hat noch Unheilbö. Ja, die reicht natürlich. Ja, war schwierig, das zu drehen. So, gib mir mal Seychin vorne. Seychin wäre super vorne. Seychin oder noch besser, wie heißt es, Xerneas? Na, das Team hier hat es echt recht schwer gegen Ivetal. Muss ich zugeben. Und wieder Groudon, ich könnte kotzen. In jedem Team ist jetzt Groudon, ne? Na, ich darf auch nicht rausgehen. Er schildert auch, okay. Ja, ich schildere nochmal. Ja, er hat zu schnell Abgrundklinge. Naja, muss immerhin nochmal schilden. Okay, Feuerschlag. Oh, ich habe mit Metagross gegen Groudon den Kampf geholt. Okay. Das ist krass. Ja, da gehe ich hier in meine Politigo. Muss aufpassen, dass er den Fokusstoß abfängt. Kann ich hier rein. Ich mach mal nur auf großartig. Ich will ihn gar nicht so besiegen. Ja, das ist perfekt. Das ist perfekt. Na, dann kann ich hier auf Spukball gehen. Ah, er hat aber gleich Draco, ne? Oder? Oh, bitte lass es nur Eisenschädel sein. Er hat 100 pro Draco, oder? Ja, hat der Gegner gut gemacht. Ah. Meine Tigo hält halt nicht viel aus, ne? Ich hatte kein Schild mehr. Ja, der wäre wahrscheinlich egal gewesen, ob ich jetzt Giratina besiegt hätte mit Gyarados. Ja, vielleicht hätte ich ihn doch lieber mit Gyarados besiegen sollen. No. Okay. Danke.
Das ist sehr gut. Den Wechsel muss ich mir holen. Oh, sehr schön. Fokusschuss hat gesessen. Super, komm. Wirklich ein Schild, perfekt. Schade. Jetzt können wir in Garados gehen. Ich werde natürlich hier schilden. Sturzflug ist gut. Nö, den schilde ich jetzt nicht. Weil einen überlebe ich auf jeden Fall. Und ich wünschte, ich hätte ihn geschildert. Ich wünschte, ich hätte ihn geschildert. Darf nicht schilden. Geht auf Abgrundslinge. Oh, er geht auf Abgrundslinge. Ich hätte schilden sollen. Dann hätte ich völlig runterfahren können. Ärgerlich. Ja, ärgerlich. Dann hätte ich das gewusst, dass er Groudon hinten hat. Dann. Okay, ich hätte es mir denken können. In allen 5 Kämpfen war er Groudon hinten. Oder im Team eher gesagt. Ärgerlich. Das habe ich mir so ein bisschen selber vergeigt mit dem Team. Wobei das nicht so einfach ist. Mal gucken, wer als nächstes dran ist. Der Maximini, der hat sich Maxax Metagross Despotar gewünscht. Wieder Metagross, okay. Hallo. Dann gehen wir hier auf Maxax. Tauschen die beiden. Und das dritte habe ich doch eben gesagt, Despotar. Mal gucken. Despotar natürlich gut gegen Lugia. Und auch Ho-Oh. Deswegen kann das was werden. Nur Groudon ist wieder mal für dieses Team auch echt ein Problem. Noob. Noob Boy. Oh, da wäre Despotar gut gegen. Okay. Den Wechsel habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, aber okay, nehme ich. Ja, Schlagbohrer muss sich nicht schäden. Jetzt muss ich runterfahren können, oder? Genau. Perfekto. Hauen die Breitseite rein. Ja. Gegner kann natürlich runterfarmen, ja, weiß ich. Nein, ich gehe jetzt in Despotar. Ja, sollten wir gewonnen haben. Perfekt. Perfekt, ja. Ich hätte einfach nur die Schilde für Despotar aufheben müssen. Sehr schön. Aber warum der Gegner auf vier Dingens geht, wie heißt es? Stardobor habe ich nicht ganz geblickt, weil ich hatte ja nicht die Drachenroute. Vielleicht dachte der Gegner, ich habe die Drachenroute auf Maxax. Ah, ich habe den Konter.
Strohkampf beginnt. Herr Blattis. Okay, die Jäger. Wir probieren das mal. Okay. Gegner gibt sofort auf, aber okay, ja. Entschuldigung. Bin immer noch ein bisschen erkältet. Das ist aber so halt, wenn man Kinder hat, dass man recht schnell krank werden kann. Gerade wenn die zum Kindergarten oder zur Schule gehen, bringen sie ganz schnell Krankheiten mit nach Hause. Aber warum der Gegner gerade rausgegangen ist, habe ich nicht verstanden. So, nächster Gegner gefunden, sehr schön. Wolfpack. Okay, Wolfpack. Oh, für dich habe ich wieder Despotar eigentlich hinten. Ja, ich hätte den Gleichstand einsetzen können. Oder abfangen können. Oh, okay. Dann hätte ich jetzt auch Breitseite gehen können. Wunder, dass ich mal hier den Boost gekriegt habe. Aber Mewtwo ist weg. Oh, willst du das wirklich? Breitseite tut jetzt weh. Okay. Na, ich gehe hier rein. Oh. Das tut weh. Und Draco überlebe ich auch noch. Ja, Leute, Feuer tut weh. Okay. Ich hätte auf Attacke gehen können. Er hat ausgegeben, das ist gut. Draco nimmt mich immer noch nicht raus. Ich glaube, ich kann runterfahren. Ja, krass. Team funktioniert sehr gut. Despotar hat das Ho-Oh ziemlich gut vom Himmel runtergeholt. Maxax hat auch außerordentliche gute Arbeit geleistet, auch gegen das Mewtwo. Hat ein Schild gezogen, hat auch gegen Jaeger noch ein Schild gezogen. Nee, gegen Mewtwo habe ich gar kein Schild gezogen, fällt mir gerade ein. Gegen Dialga habe ich den Schild gezogen. Gegen Mitch. Mitch. Ja, ist in Ordnung. Okay, Demeterus gewinnt sogar den Gleichstand. Hätte ich gar nicht mal so erwartet. Aber ist okay. Ist okay. Na, natürlich wieder Gleichstand. Das muss ich jetzt nicht schön. Die machen einfach nur auf gut.
Da müsste man den Gegner eigentlich auch runterfahren können, ja. Ja, das lässt er nicht zu. Ich gehe auch hier nur auf Sternhieb. Nehme ich einfach mal auf gut. Er schildert, okay. Eisenschilde macht nicht mehr so viel. Was ist der nächste Drake, okay? Hier kriegst du keinen mehr hin. Sehr schön. Und der Gegner gibt auf. Was ist denn das da? Hat der einen Lugia hinten oder nochmal ein Ho-Oh? Aber krass. Desputter bringt die Leute hier zum Aufgeben. Das ist endkrass. Vielleicht gehen wir ja 5-0 mit dem Team hier hin. Das wäre ja was. Und das mit Max Hacks in der Meisterliga, wo die Legendäre eigentlich hier regieren. Gar nicht mal schlecht. Tovapauti. Tovapauti. Okay, die Jalga. Ich glaube, ich müsste zweimal Breitseite schaffen. Ich würde gerne die Breitseite noch machen. Okay, zweimal Kraft Gottes rüber. Nicht mit mir, mein Junge. Ja, hier kriege ich jetzt gleich noch Kraft Gottes ab, das ist egal. Brauche ich auch nicht schön. Okay, die Jäger wird geschildert. Er muss einsetzen. Okay, dann nicht. Dann nicht. Oh, sehr schön. So, was hat er? Nicht gut. Gar nicht gut. Geht aber auch kurz links. Schilde. Ja, das ist gut. Da komme ich noch zum Knirscher. Nein, komme ich nicht. Abgrundsgelenk kommt nochmal. Reicht leider trotzdem noch aus. Ja. Schade, ganz knapp, aber ganz knapp.
Hätte was werden können, theoretisch. Aber immerhin 4 zu 1. Wingallen. 100 auf der nächsten Mal. Ein 100er Pelipper für die Hyperliga wäre eigentlich echt nice. So, nee, weit vom 100er weg. Weit, weit vom 100er weg. So, wir sind wieder bei 2968 Punkte. Das sollte das letzte Set für heute gewesen sein, ja. Eine Aufgabe? Was ist denn jetzt los? Ach, das, okay. Wollte gerade sagen, hä, das habe ich doch. Ja, das war auf mein Handy, wo ich das gemacht habe. Da ich schon eine Aufgabe erledigt. Aber okay. Für die Folge soll es aber trotzdem mal wieder gewesen sein. Hallo Usello. Bis zum nächsten Mal. Ciao.